Snow Mobile 2012 und was das heißt, das sehen Sie bei uns. Und ja, da fliegen die Schneebälle ganz tief. Viel Spaß mit euch. Es ist so eine Karte für irgendwelche Leute, weiß ich auch was, die nicht überall reingehen dürfen. Und ich darf nicht überall reingehen. Warum nicht? Ja, weiß ich nicht. Ich falle immer unangenehm auf. Was tust du bei Snow Mobile, bitte? Das frage ich mich auch. Ey, ich habe schon auf diesem Snow Mobile gesessen. Die haben mich da drauf gesetzt und haben gesagt, jetzt fahr mal. Und dann auch noch vor laufender Kamera. Du liegst ja immer im Kornfeld. Ich liege immer im Kornfeld, ich brauche kein Motorrad. Wenn, dann liege ich im Kornfeld mit der Gitarre und warte, dass ein Mädel vorbeifährt. Das kennen wir ja, die Geschichte. Tiroler Weiber leben länger mit Alkohol. Ding, ding. Diese Sendung enthält Produktplatzierungen. Eine dieser Produktplatzierungen sitzt neben mir, nämlich... Die Tanja. Du bist eine wirkliche Einheimische und eine Liftwartin, oder wie nennt man das bei euch? Seilbahntechnikerin. Ui, Seilbahntechnikerin, was macht man? Schauen, dass die Leute alle gut auf den Berg raufkommen, dass die Gondeln nicht runterfallen und dass natürlich alles in Ordnung ist. Und wie tut man da, dass eine Gondel nicht runterfällt? Einfach nur die ganzen Knöpfe drücken im Maschinenraum, dann geht das von allein. Das heißt, du bist die Knopfdrückerin von Saalbach? So ungefähr, von Hinterglemm. Suchst du einen Bergkristall, dann wandere tief ins Glemmertal, leuchtet eingebettet klar und klein, Hinterglemm als Edelstein. Garagenparty, die es gibt. Absolut, extra für uns gebaut, dank der Bergbahn in Saalbach Hinterglemm. Eigentlich wollten sie ja wahrscheinlich nie eine Liftgarage bauen, sondern wollten mir eine Party-Location hinstellen. Aber was ist da normalerweise drinnen? Normalerweise stehen da Pistenraupen, also die Geräte, die tagsüber die Pisten präparieren, stehen da. Das, was in Dubai der Sand ist, ist hier der Schnee. Alles artificial, stimmt das? Naja, ganz artificial nicht. Heuer haben wir ja wirklich viel Schnee auch, das kommt dazu. Aber das ganze Aufmachung her ist natürlich schon sehr professionell. Die Professionalität dieses Events ist, glaube ich, Sucht seines Zeichens. Was sagst du dazu? Absolut, ja. Also es sind ja sehr viele Rennen und über sehr lange Zeit und gut organisiert. Ich glaube, auch die Teilnehmer haben sehr viel Spaß. Also es macht auch Spaß zum Zuschauen. Lieber Gerhard, du bist ein richtiger Snowmobiler. Kann man das so sagen? Ich habe meinen Spaß dabei. Jetzt bin ich zum fünften Mal dabei. Du merkst natürlich schon, du lernst jedes Jahr dazu. Und es ist richtig Spaß. Aber du merkst natürlich auch, jedes Jahr wird das Niveau höher. Also die Mannschaften holen sich natürlich immer professionelle Fahrer. Und ich glaube, da sind wir irgendwann einmal bei uns an der Decke angelangt. Lieber Andi, herzliche Gratulation zu Snow Mobile 2012. Ich glaube, ein richtiger Erfolg. Du darfst wieder mal so richtig stolz sein, oder? Noch ist es nicht ganz vorbei, weil schaut sehr danach aus. Also danke, Paul. Ich weiß es zu schätzen, von dir Lob zu kriegen. Ja, bin echt zufrieden. Gute Rennen, gute Bedingungen, wenig passiert, niemand verletzt. Toll. Hochzufrieden mit Snow Mobile 2012? Ja, hochzufrieden. Es ist wieder ganz, ganz tolle professionelle Veranstaltungen, Haufen Zuschauer, tolle Rennen, spannende Bewerbe, unfallfrei bis jetzt. Also rundum sind wir super zufrieden. Ein Eventprofi, was sagst du zu solch einem Event? Mei, ich bin ein Freund von Andi Wernig, ja, und ich finde es total super, dass er und seine Freund, der Toni, einfach ganz, ganz Hinterglemm da zusammenhaltet und da sowas Cooles auf die Vier stellt. Ich meine, sowas finde ich genial.
Ja, also wir sind wirklich vom allerersten Moment an dabei. Wir sind auf die Idee von Anfang an reingekippt. Das war total inspirierend, als der Gorstall Toni und der Andi Wernick das uns vorgeschlagen haben. Und da war das noch nicht annähernd so groß wie heute. Als Team mit den Schlitten sind wir nicht so wahnsinnig erfolgreich, aber wir steigern uns, aber mit den drei sind wir wirklich sehr, sehr gern da. Lieber Thomas, eigentlich müsstest ja du von Hinterklemm Bürgermeister sein. Was du alles für diese Stadt machst, ist wirklich unglaublich. Erstens einmal herzliche Gratulation. Gibt es Snowmobile 2013 wieder? Also alles, was in meinen Belangen liegt, wird es 2013 geben. Ich sage, was in meinen Belangen liegt. Vom Bürgermeister bin ich ganz, ganz weit weg. Wir haben einen super Bürgermeister, der leider aufhört, aber wir haben einen außergewöhnlichen Bürgermeister und der macht es schon richtig. Let's celebrate. Come on now.